Der hat übrigens keine Arme. Ist auch okay. Okay, hier können wir noch hin. Also wir können überall hin natürlich. Ist hier kein Loch drin? Ich bin gar nicht da, kleiner Mann. Da. Sterben, ihr müsst. Auch schön, dass das so, dann so ein Hall irgendwie da war. Als man die eingesammelt hat. Ein Fünfer. Ballonzerplatzer. Aber die können wir doch kaputt machen. Ja, danke schön. Wow! Dann machen wir die jetzt auch noch hier kaputt. Dann müssen uns noch die zwei Kopfstoßkisten fehlen. Und die eine Vase. Wie haben wir denn jetzt? 6. Dann ist da drüben auf jeden Fall noch eine. Und da oben fliegt auch noch so ein Vieh rum. Er hat sich ein bisschen erschrocken gerade anscheinend. Auch noch ein paar Edelsteine. So, ein Knochen brauchen wir noch. Da drüben wahrscheinlich. Nee. Oh, that is a question now. Wer ist da also? Ah, hier. Wer ist die other Knochen? Nee. So konnte man doch noch was weiter nach oben. Himmel angucken, Moment. Ich muss mir den Himmel angucken. Ich darf nicht weiter nach oben gucken. Na gut, es ist immer das gleiche Problem, dass immer ein Knochen fehlt. Und der ist da, wo man denkt, so, da war ich doch schon. Vorne gibt es bestimmt noch einen, wo ich nicht drin war. Hier der zum Beispiel. Ne, da war ich. Hier? Tatsächlich. Okay, dann haben wir alle. Hier, das ist für dich. Es sollte ein Andenken sein, aber meine Koffer sind schon voll. Ralph. Fühlt sich schon viel besser. Oh nein, er tanzt wieder seinen Knochentanz. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der ging. Also der neue Tanz.
Das war jetzt eine andere als im zweiten Teil, ne? Und das war jetzt, glaube ich, der richtige Tanz. Glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir mal wieder zu Spyro und hoffen, dass das wirklich die letzten paar Edelsteine sind, die uns fehlen. Ich wenn nicht, müssen wir... Türme und Perimeter der Inseln ich bin hier, wenn ja, ich weiß. Wenn nicht, müssen wir nochmal mit Sarge und Bird hier rumtuckern. Mal sehen. Ist übrigens doch keine Tür geworden. Schade eigentlich. Es hätte so eine gute Tür abgegeben, ne? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, uns... Obwohl, 7 Edelsteine. Nee, das sind keine 7. Aber wir haben alle, das ist schön. Gut, dann können wir jetzt hier nach Hause abhauen. Ich glaube, wir müssen eigentlich alles haben. Ich kann ja nochmal Fähigkeitspunkte. Eisspitze, genau das ist das, was uns jetzt noch fehlt. Dann gehen wir auch da hin, ne? Habe ich das? Ich habe das letztens irgendwie anders genannt, ne? War das Eisspitze, was ich gesagt habe? Ich glaube nicht. Warum haben wir so komische, ungerade Zahl? Ach, wegen Bentley, genau. Da war ja was. Da war ja was. Gut. Achso, ich wollte mal gucken, kann man hier drauf? Ne. Unsichtbare Wand. Gut, dann gehen wir jetzt zur Eisspitze. Und da gibt es einen, ja, einen Könnerpunkt gibt es da, haben wir ja eben gerade gesehen. Was tust du? Ich war heute mit Doc zum Eisangeln verabredet, aber der Weg wurde von Rhinoxen mit Eis versperrt und ich komme nicht durch. Was ist das denn für eine Synchro? Rhinoxen haben den Weg mit Eis versperrt und ich komme da nicht durch. Ich wollte das Eis mit dieser Kanone wegpusten, aber sie trifft nicht vernünftig. Ich habe den ganzen Morgen nur daneben geschossen. Sag mir bitte, dass ihr die Synchro auch so komisch findet. Weiß nicht, das sieht so aus, als ob die laufen würde, die Kiste. Gesundheit. Hast du genießt? Mach's nochmal. Los, ich will dich nochmal niesen sehen. Dann halt nicht. Doof, blöd, Mann, genau. Achso, wir müssen ja das kaputt machen. Stimmt ja. Doch, der niest. Ich höre das doch bis hierhin. Okay, auf jeden Fall mit dem Analogstick. Weil... Das geht sonst nicht. Also, wir können ja erstmal das hier kaputt machen und dann das. Und dann erstmal hier hoch.
Wenn wir hier hinten die paar zwei Edelsteinchen einsammeln. Philipp. Und dann können wir jetzt endlich mal mit dem Level richtig beginnen. Was ist denn für einer? Gab es nicht so komische Viecher, die die Kisten rumgeschoben haben? Alles ganz merkwürdig. Ah, dann können wir mal gucken, ob das immer noch funktioniert. Weil normalerweise kann man den Boden ja erst kaputt brechen. Normalerweise ist es so gedacht, glaube ich. Dass wenn man von da oben runterkommt, da. Ja, ich weiß. Es ließ sich irgendwie so komisch da drauf rutschen. Ja gut, jetzt wollte ich mal gucken, ob vielleicht geht das ja. Also von hier aus geht das auf jeden Fall. Von hier aus kommt man da auf jeden Fall hin. Das war, vorher war das ja so richtig in der Mitte, dass man da entweder nur mit einem gekonnten Flug hinkam oder halt einfach von da oben. Aber hier, das hier war ja jetzt Pipifax. Pipifax. Aber das wart hier schon, ne? Tatsache. Na gut. Dann hätte man das auf jeden Fall schon mal hinter uns. Oh, meine Nase. Ach. Okay. Ah, ah. Was hat da vibriert? Mein Handy hat vibriert, ja, aber... Warum? Warum hat es das getan? Oh, eine dicke Rakete hier. Rakete. Okay, das haben wir. Da oben kommen wir nur später erst hin. Dann machen wir hier erstmal die Sachen kaputt, ne? Erstmal das da, dann das da. Und dann... das da. Gut. Ah, wir müssen nochmal hier reinschießen, okay. Habe ich nicht mehr dran gedacht, tut mir leid. Oh, das ist zu hoch. Immer noch zu hoch. Jetzt dürfen wir nochmal. Ey. Jetzt dürfen wir nochmal reinfliegen. Für die 13 Edelsteinchen. Okay. Ach. Ah, ne, das können wir hiermit kaputt machen. Das ist gut. Der hat den einen weggeschossen. Mir gefällt es auch ganz gut, wie hier die Sachen so explodieren und das dann. Quasi noch so ein bisschen überbleibt und ist aber mal langsam gut hier. Ach, schön, der hat ihn getroffen. Das ist fein. Ah, da müssen wir gleich noch hin. Machen wir am besten jetzt direkt, sonst vergessen wir das noch. Ich will mal gerade hier auf mein Handy gucken. Das meine ich. Warum? Das ist halt, wenn man gerade anfängt zu fliegen,
Dann macht ihr kein Flatterungsgezumpel. Sondern bricht einfach den Flug ab. Find das nicht nett. Haben wir das jetzt auch mal gesehen? Das ist ja noch so einer. Tja. So, aber wir haben hier wieder was zum Aufladen. So. Da ist noch ein Gegner. Und hier ist unser Ei. Maynard. Oder Maynard. Keine Ahnung. Wie kommen wir denn da hin? Keine Ahnung. Kriegen wir, schätze ich mal. Wir kriegen auf jeden Fall hin. Aber es ist halt die Frage, wie. Ich weiß nicht, ob es hier vorne nochmal einen extra Weg gab. Ist da noch einer? Nee, das war nur eine Flasche. Beziehungsweise Vase. Wie man es auch immer nennen möchte. So. Dürfen wir wieder wild rumschießen. Vögelchen sind hier auch noch unterwegs. Der war schön. Der war wundervoll gewesen. Ah, schön. Gut, dann hätten wir das hinter uns und dann können wir jetzt direkt... Genau. Oh, das wusste ich nicht. Können wir jetzt direkt, Geldsack voll quatschen. Warum ist das so? Sparks, guck mal, hier, da. Da liegt ein Edelstein. Willst du den nicht mal aufheben? Manchmal will Sparks nicht irgendwie. Komm näher, Spyro. Hinter dieser Tür wartet die beste Show der Welt mit einem Eistanz. Wenn du ein Saisonticket möchtest, musst du dich beeilen. 500 ist ich doch nur Geld. Ich wusste schon immer, dass du für einen Drachen sehr kultiviert bist. Komm. Die Show beginnt gleich. So. Gut. Das sieht hier auch ein bisschen schöner aus als Dummholz. Eine große Eistanzvorführung und diese Hockeyspieler verderben mir alles. Immer wenn ich tanzen will, stoßen sie mich mit den Schlägern vom Eis. Wenn ich nur einen Partner hätte. Einen mutigen, starken, schönen und lilafarbenen Partner, der Feuer spuckt. Ich mag die nicht. Im Original fand ich die irgendwie voll niedlich so, weil die so ist und jetzt ist sie voll so. Hilfst du mir bitte bei meinem Eistanz? Diese fiesen Rhinox-Hockeyspieler besetzen die ganze Zeit das Eis, auf dem ich tanzen will. Danke, ja. Legen wir los! Kamera, warum? Warum können die Kamera nicht an die feste Stelle kloppen? Oh, das macht's auch nicht besser, die Einstellung der Kamera. Dass die auf die zentriert ist. Das war's. Rosen? 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 Keine Rosen. Geschafft! Das war meine bislang beste Vorführung. Eins der
Jurymitglieder war wohl anderer Meinung und hat mich mit einem Ei beworfen. Willst du es haben? Ja, gerne. Cerny? Cerny? Kearney? Vielleicht kannst du bei der nächsten Olympiade mit mir auftreten. Nee. Ah, schön, dass sie jetzt hier weiter rumdüst. Oh gut, dann wäre das auch schon geschafft. So. Ich muss mich beeilen. Ich bin bei der Vorstellung heute Abend Teil der Jury. Du hast bestimmt die Olle mit dem scheiß Ei beschmissen, ne? Also ich würde es dir zutrauen. Trauen mit D. Achso, ich habe mich gerade gewundert. Hä, was ist das denn hier? Ah, von hier aus kommen wir dahin, okay. Plöpp. Ich mache euch alle platt. Zack. Da unten? Nee, das ist doch ein anderer. Ich muss noch mal abwarten, bis der hier hochkommt, aber das ist doch ein anderer, oder? Ach, leck mich doch. Oh, guck mal. In 10, aber wir quatschen erstmal mit ihmchen hier, weil dann können wir auch da runterdüsen. Haha, ich habe heute Morgen Eisblöcke aufgestellt, damit Bob nicht vor mir angeln kann. Wenn du mal Eis angeln möchtest, leihe ich dir gerne meinen Angelköder. Chat oder Jet. Du kannst hier übrigens gerne jederzeit unsere Gondel ausleihen. Dankeschön. So, dann düsen wir erstmal runter und machen mal noch den einen Putzi hier kaputt. Oder beide. Ich weiß nicht, warum die gespawnt sind. Die haben wir höchstwahrscheinlich schon kaputt gemacht. Ja, sieht sehr danach aus. Ja. Fällt die immer hoch und runter? Dann würde ich sagen, machen wir erstmal da drüben das. Und dann machen wir das letzte extra Level. Hui. Achso, da wären wir jetzt dahin gekommen, aber das haben wir schon hinter uns gebracht. So. Das war dein Glücksbeiro. Nein, warum ist denn hier noch so ein Ding? Ach, das ist doch scheiße. Reese. Oh ja. Ach so, das ist... Deswegen ist es auch die... Ach. Warum sind denn hier alle gerespawnt? Das ist doch voll scheiße. Macht alles überhaupt keinen Sinn. Ist auch noch ein Rad. Ah, stimmt, da waren wir noch gar nicht, ne? Ich habe da zwar was weggeschossen. Eieiei. Okay. Lülülülüp. Fliegen wir lieber hier unten hin. Da die ist sicherer. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal, verzieh dich, müssen wir jetzt nochmal hier lang.
wegen der alten Kiste, die jetzt hoffentlich kaputt ist. Den Geier da lasse ich auch mal außen vor, weil ich gehe mal davon aus, dass wir den schon getötet haben. Sicher? Ne, zeig nicht da drauf. Wo zeigst du denn hin, Sparks? Keine Ahnung. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal das extra Level. Vielleicht hat Sparks auch da hin. Ne, das war unten zum Anfang, wo der hingezeigt hat. Wir machen erstmal hier das Level. Gucken, dass wir da alles kriegen. Dass es hier keine Ladezeiten gibt, ne? Das ist wundervoll. Ja gut, dann auf geht's. Oh, Betty. Hier gibt's nur zwei. Ich dachte, ich bin immer davon ausgegangen, dass es hier drei Stück gibt. Wow, Spyro, wow. Schön, dass du gerade mit dem Supersprint angefangen hast. Nicht? Ah, scheiße. Falsche Richtung. Ich weiß. Falsche Richtung. Das sieht man hier irgendwie nicht so gut. Wenn man hier so lang muss. Da bist du. Bist du denn hier überhaupt hier? Warum bist du hier? Ja, jetzt gehst du. Oh. Scout. Gut. Do the moonwalk. Wuhu. 6 von 6. Gut, dann können wir ja jetzt, ja, da oben kommen wir jetzt nicht hin. Würde ich sagen, holen wir erstmal die Kiste. Beziehungsweise das, was hier in dem Eis eingeschlossen ist. Wo ist das? Da. Ach komm, ey. Warum geht das denn nicht? Okay. Ich bin befriedigt. Gerade noch mal rummeckern, aber jetzt ist es okay. So, war das hier? Nein. War das hier? Ja. Okay, dann. Es geht aber ganz schön weit hoch, ne?